Am 9. November 1938 hatte sich die Kreisleitung der NSDAP Emden in ihrem Parteihaus der Alten Waage am Neuen Markt versammelt. Nachdem Kreisleiter Bernhard Horstmann die örtliche SA mobilisiert hatte, drang er mit einigen Helfern in die Synagoge an der Bollwerkstraße ein. Sie raubten wertvolles Inventar und platzierten im Gebäude Stroh- und Heuballen, die mit Benzin und Brandbeschleuniger in Brand gesetzt wurden. Gegen 2.30 Uhr stand die Emder Synagoge in hellen Flammen. Unterdessen wurden durch SA-Leute unter Führung des Standartenführers Kroll und seines Adjutanten Otto Bennmann jüdische Häuser und Geschäfte gestürmt, ihre Bewohner herausgezerrt und zur Turnhalle der Neutorschule getrieben. Die in der Schulturnhalle zusammengetriebenen jüdischen Bewohner Emdens mussten während der ganzen Nacht Misshandlungen und Drangsalierungen ertragen. Ich bin morgens zur Schule gegangen und dann haben wir auf dem Jungenspielplatz, Schulplatz, haben wir dann Brennball gespielt. Und dann wurden aber immerzu die Juden von den SA-Leuten gebracht. Die gingen dann direkt an uns rechts vorbei, um in die Turnhalle zu kommen. Und dann habe ich immer geguckt. Da sagte meine Lehrerin Else, du darfst nicht immer gucken. Da musst du nicht immer hingucken. Das ist nichts für dich. Und da sagte, komm mal eben her. Und wir hatten einen Zaun bis zum Kanal. Weißt du, der ist ja jetzt auch noch da. Und da musste ich mich hinstellen und da habe ich dann die letzte Zeit der Turnstunde verbringen müssen. Mit dem Schauen aufs Wasser. Am 11. November übernahm die SS die Gefangenen in der Turnhalle. Die noch dort verbliebenen Emder Juden wurden über die Hahnsche Insel zum Bahnhof West getrieben und von dort aus in das Konzentrationslager Sachsenhausen verbracht. Ungestillt rinnt die Träne um die Erschlagenen unseres Volkes. Jeremias, Kapitel 8, Vers 23.